Hallo, herzlich willkommen zum BFM3-Eintrag, wo es um die biomechanische Forschungsmethode geht. Auseinandersetzen werden wir uns heute mit der biomechanischen Modellierung des Beines. Das menschliche Bein ist mit seiner Vielzahl an Muskeln ein sehr, sehr kompliziertes Konstrukt, welches es zu vereinfachen gilt. Dieses Schaubild hier veranschaulicht den Vereinfachungsprozess der Beinstruktur. Im ersten Schritt der Vereinfachung beschränkt man sich auf die wichtigsten Strukturen im Bein, sprich auf die größten Knochen und auf die Hauptmuskeln, die der Fortbewegung dienen. Natürlich kann man noch weiter vereinfachen, wie wir es ganz rechts im Bild sehen. Zu sehen ist die Abbildung der Funktion des segmentierten Beins auf die Beinachse. Und was genau das ist, das klären wir in den nächsten Folien. Bei der Beinfunktion handelt es sich um eine vereinfachte Beschreibung der Körperdynamik während des Bodenkontaktes. Dabei wird die mechanische Funktion der beteiligten biologischen Elemente im Körper, dem Skelett, den Muskeln, den Sehnen, dem Bindegewebe, dem sensomotorischen System etc. beschrieben. In unserem Modell wurde so lange vereinfacht, bis die Auswirkung aller beteiligten Muskeln durch ein virtuelles Muskelelement beschrieben werden konnte. Was genau beschreibt jetzt aber die Beinachse, wie wir sie hier im Bild sehen können? Diese beschreibt die direkte Verbindung vom Körperschwerpunkt und Kraftangriffspunkt am Boden. Kraftangriffspunkt meint hierbei den Druckmittelpunkt. Und was genau das ist, schauen wir uns in der nächsten Folie an. Der Kraftangriffspunkt ist der Punkt, mit dem der Fuß in Kontakt mit dem Boden tritt. Fy bezeichnet hier die Abdruckskraft des Fußes in vertikaler Richtung und Fx bezeichnet ebenfalls die Abdruckskraft des Fußes in horizontaler Richtung. Natürlich haben wir wieder eine Fußfläche, die in Kontakt mit dem Boden steht, aber das hindert uns bei unseren weiteren Berechnungen nicht, denn mittels mathematischer Berechnungen können die Druckpunkte des Fußes zu einem Druckmittelpunkt zusammengefasst werden. Im Weitsprung springt man in der Regel mit einem Fuß ab, daher können wir mit großer Sicherheit sagen, dass sich der Druckmittelpunkt unterhalb der Fußfläche befindet. Anders ist dies beim beidbeinigen Stand auf einer Kraftmessplatte. Da würde der Druckmittelpunkt bei optimaler Gewichtsverlagerung zwischen beiden Füßen sein. Welche Vorteile hat nun unser Konzept der Beinfunktion? Die Beinachse lässt sich mathematisch einfach beschreiben. Ebenso lässt diese sich leicht ermitteln, da man dafür Körperschwerpunkt und Kraftangriffspunkt benötigt. Dieses Modell lässt sich auf alle Probanden anwenden, was eine leichtere Vergleichbarkeit zwischen den Probanden ermöglicht. Wie sieht jetzt so ein Forschungsablauf aus? Da frage ich doch glatt meinen Mitbewohner Jürgen. Eine Forschungsfrage könnte zum Beispiel so aussehen. Verschiedene Untersuchungen legen nahe, dass die Funktion des Beines beim Hüpfen durch eine mechanische Feder abgebildet werden kann. Wie genau das möglich ist, schauen wir uns in den nächsten Folien an. Hier steht die axiale Beinkraft, sprich die Beinkraft in vertikaler Richtung, im Verhältnis zur Kompression, so wie es in dieser Formel hier ausgedrückt ist. K steht für die Beinsteifigkeit, Fb für die axiale Beinkraft und dl für die Beinverkürzung. Diese Formel sagt uns also aus, wie viel Kraft aufgebracht werden muss, um das Bein um eine bestimmte Länge zu verkürzen, sprich um Delta L. Ganz wichtig, die axiale Beinkraft meint in diesem Fall die Kraft, die entlang der Beinachse wirkt. In diesem Bild ist die Beinachse beispielsweise nicht mehr senkrecht zum Boden, sondern etwas schräg zum Boden. Die Steifigkeit sagt also aus, wie leicht sich eine Feder zusammendrücken lässt, beziehungsweise in unserem Fall, wie einfach sich das Bein zusammendrücken lässt. Gemeinsam beschreiben die Längenänderung des Beines und die Steifigkeit des Beins die Energiemenge, die beim Sprung im Bein gespeichert wird. Es wird vermutet, dass mit einer Veränderung der Beinsteifigkeit diese Energiemenge beeinflusst wird, sodass sich eine Veränderung der Sprunghöhe ergibt. Um also Parallelen zwischen einer mechanischen Feder und der funktionalen Beinachse zu erkennen, bedienen wir uns eines bereits vorhandenen Datensatzes zum stationären Hüpfen. Wie genau die Umsetzung in MATLAB aussieht, könnt ihr in einem separaten Tutorial nachschauen. Jetzt schauen wir uns nur das Ergebnis an. Das Ergebnis der Berechnung ist ein Kraft-Längenänderungsdiagramm des stationären Absprungs. Hier wird die Kraft über die Längenänderung aufgeführt. Auf der Y-Achse haben wir die Bodenreaktionskraft und auf der X-Achse die Beinverkürzung in Metern aufgetragen. Die Bodenreaktionskraft ist die Kraft, die von der Kraftmessplatte aufgenommen wird und sie ist der Beinkraft entgegengerichtet. Wir können unserem Kurvenverlauf entnehmen, dass bei der Verkürzung des Beins, sprich bei der Landung, eine geringere Bodenreaktionskraft gemessen wurde als bei der Verlängerung, sprich beim Abdrücken. Das bedeutet, dass die Flughöhe im nächsten Absprung zunehmen wird.
Dabei stellt die Fläche, die von der Kurve eingeschlossen wird, eine Energiemenge dar. Wird die Fläche im Uhrzeigersinn umschlossen, wird der Bewegung Energie hinzugefügt, das heißt die Sprunghöhe nimmt zu. Bei einer entgegen dem Uhrzeigersinn umschlossenen Fläche wird Energie absorbiert, das heißt die Sprunghöhe verringert sich. Vergleicht man den Kurvenverlauf mit dem einer idealen technischen Feder, die eine Steifigkeit von 20.000 Newton pro Meter aufweist, so zeigt sich eine gewisse Ähnlichkeit für das stationäre Hüpfen. Aufgrund der Idealisierung, sprich Vernachlässigung der inneren Reibungswiderstände, zeigt diese Federkennlinie keine umschlossene Fläche. Das soll dann auch erst einmal reichen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen.